Herzlich willkommen zu unserer letzten Live-Session vor Weihnachten hier im WMUG. Heute gleich mit zwei Inputgebern, dem Andreas aus Berlin und Rainer aus, naja, München, oder Rainer? Genau. Korrigiere mich. Ja, genau. Beides ganz erfahrene Organisatoren von Barcamps oder überhaupt sehr erfahren, was innovative, interaktive Formate angeht. Und das soll auch das Thema von heute sein. Nämlich, wie kann ich dieses Format eines Barcamps, was auch im Rahmen Wissensmanagement ja ein sehr interessantes Format ist, so mit Blick auf ja, Wissensaustausch und Wissensgenerierung, wie kann ich das in Zeiten der nur virtuellen Interaktion auch durchführen? Kann ich es durchführen? Was ist anders? Was ist gleich? Was sind so die Lessons learned? Und da werden Andreas und Rainer etwas aus ihrer Erfahrung, die sie in diesem Jahr gemacht haben, berichten. Und damit gebe ich das Wort und den Bildschirm auch schon an euch beide. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen an diesem letzten noch Tag, an dem wir uns frei bewegen können. Sozusagen die Situation heute ist auch die Situation, mit der wir uns auseinandersetzen mussten am Anfang des Jahres. Und das ist quasi auch der Grund, warum ich hier bin. Mein Name ist Andreas Matern. Ich bin Berater im Bereich Wissensmanagement. Ich berate aber auch viel zu Barcamps aufgrund meiner Erfahrung mit der Organisation des GFM Knowledge Camps, was ich seit 2014 mitorganisiere und seit 2016 so ungefähr auch hauptverantwortlich organisiere. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Erfahrung bringt das dann mit sich. Und quasi als Barcamp-Organisator ist man dann immer auch. Meist, jedenfalls die meisten, die ich kenne, sind dann immer auch noch Reisende in eigener Sache. Das heißt, ich habe auch viele, viele Barcamps und Konferenzen und ja, also Konferenzen mit innovativen Veranstaltungsformat besucht und da auch für mich sozusagen nochmal Lessons mitgenommen, neben den Lessons learned, die wir jedes Jahr auch fürs Knowledge Camp durchführen. Ja, und dann Rainer. Dann hallo zusammen, ich bin Rainer Bartel. Also about me. Ich bin jetzt seit bald 25 Jahren im Wissensmanagement aktiv, also mich gibt es schon länger als die GFM. Bin seit etwa 10 Jahren selbstständig und ich habe es festgestellt, ich war tatsächlich bei allen bisherigen Knowledge Camps dabei, bei denen in Deutschland und sogar bei einem in Österreich mal zu Gast und habe dann 2014 und 15 die Leitung des Orga-Teams übernommen, bin da in sehr große Schuhe hineingeschlüpft. 2015 mit dem Dirk zusammen und dann ist dann auch die Gabriele, ich weiß nicht in welchem Jahr, auch mit ins Orga-Team gekommen und der Andreas dann auch. Und so gesehen schließt sich hier der Kreis. Das erste Barcamp, das ich selbst organisiert habe, war 2013, das ISA Camp. Deshalb habe ich zur Feier des Tages mein altes T-Shirt wieder aus dem Schrank geholt. Und schon damals habe ich mit dem Dirk, hat man eine Lessons Learned Session aufgesetzt. Die Videos sind nur auf YouTube irgendwo unterwegs. Erfahrung bei Organisation von Barcamps. Und für mich ist Wissensmanagement eigentlich, wenn Räume für den Dialog geöffnet werden, weil Wissenstransfer entsteht dann, wenn Menschen miteinander reden. Also das erklärt inhaltlich, warum ich ein so ein großer Barcamp-Fan bin, weil dort Menschen mit und voneinander lernen können. Ja, wie gesagt, am Anfang, beim ersten Barcamp, konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie sowas überhaupt funktionieren soll. Ich hatte noch nie davon gehört und habe mich auf das Experiment eingelassen und habe mich gefragt, und was ist, wenn keiner einen Session-Vorschlag hat, gehen alle wieder heim? Nein, es hat wunderbar funktioniert. Es war, hat Rainer, mich darf be ich dich, Entschuldigung, ganz kurz aus dem Konzept bringen, gerade im Chat. Vielleicht erklärt ihr noch mal ganz kurz so Barcamp von den Grundzügen. Es ist wohl allen so ungefähr klar, aber einfach noch mal ganz kurz, was ist so anders an dem Barcamp ganz grundsätzlich? Machst du, Andreas? Ja, gerne. Also ganz kurz gesprochen, in wenigen Sätzen, was von Barcamp unterscheidet von klassischen Konferenzen, und das ist im Grunde die Grundidee dahinter, ist, also wie setze ich effektiv Partizipation um von Teilnehmenden einerseits, und das andere ist sozusagen die Überlegung,
dass alle Teilnehmenden bringen ihre Erfahrungen ja schon mit, meistens auch sozusagen vor Hintergründen, wenn man sich auseinandersetzt über Organisationen, sozusagen haben alle Erfahrungen mit ihrer Organisation und sind in diesem Sinne auch alle im Grunde für viele verschiedene Bereiche sozusagen Experten. Und auf Grundlage dieser Überlegung ist ein Barcamp sozusagen eine Konferenz, bei der die Teilnehmenden das Programm am Anfang bestimmen, am Anfang des Tages oder auch vor dem Barcamp, in der Regel aber am Anfang des Tages bei einer klassischen Präsenzveranstaltung wäre das eben dann am Tagesbeginn. Und alle können Sessions vorschlagen und das wichtige Prinzip eben auf Augenhöhe. Alle sind dann auch auf dem gleichen Hierarchielevel sozusagen, wenn man das mal Unternehmen beispielsweise durchführt. Und alle sind perdu. Das heißt, man nimmt all diese Titel, diese Anreden weg und versucht sozusagen eine Atmosphäre zu schaffen, wo man den Rahmen halt bietet, wo alle dann sich austauschen können auf gleicher Ebene. Das ist im Grunde so die Essenz des Barcamps. Und das war dann für mich auch dieser totale Wow-Effekt beim ersten Barcamp, weil ich bis dahin nur Konferenzen mit Agenda und einen, der redet, alle hören zu, kennengelernt habe. Und seit damals bin ich auch für klassische Konferenzen eigentlich verloren. Ich will eigentlich nur noch auf Barcamps gehen, weil ich will ja mich mit den anderen austauschen können. Und im Laufe dieser Jahre hat man dann immer auch die Weiterentwicklung gemerkt. Ich bin ja dann auch selbst, nachdem ich meine ersten Barcamps organisiert habe, man geht dann immer mit der Brille des Veranstalters hin und schaut, wie machen es die Kollegen in diesem Team und was kann ich davon auch in meine eigenen Barcamps dann weiter übernehmen. Also das ist ein kontinuierlicher Lernprozess auch aus Veranstaltersicht. Man kann gar nicht mehr nur alleine als Teilnehmer hingehen. Und 2014 und 2015 haben wir dann auch jeweils wieder versucht. 2014 war das erste Mal eine Organisation, wo ich mit dem Orga-Team nicht vor Ort war. Also wir haben es an der Fernuni Hagen gemacht. Ich sitze in München und ich bin sozusagen am ersten Tag des Barcamps angereist. Da muss man hoffen, dass alles gut klappt bei der Orga. Aber das waren Leute vor Ort, die da kräftig unterstützt haben und das dann möglich gemacht haben. 2015 war der Dirk vor Ort und ich habe unterstützt, hat er dann die Leitung übernommen. Und mit lokalen Partnern zusammen lässt sich da eben sehr viel organisieren. Dann habe ich auch gesagt, 2 Jahre, es ist anstrengend. Es ist kein Fulltime-Job fürs Jahr. Die ursprüngliche Idee war, Barcamp organisieren ist ganz einfach. Man muss genügend WLAN und genügend Kaffee haben. Der Rest läuft von alleine, ist selbst organisiert. Ganz so einfach ist dann doch nicht. Und die gute Organisation merkt man dann eigentlich erst, wenn man sie nicht merkt, dass es alles sozusagen wie geschmiert läuft und zusammenläuft. Das wird dann online noch eine etwas mehr Herausforderung, aber dazu dann später mehr. Andreas, magst du? Ja, genau. Also ich will es vielleicht ein bisschen kürzer halten mit der Historie, aber nochmal ganz kurz einen Rückgriff in die Geschichte. Und zwar ja, auch noch vor Rainer sozusagen sein Involvement mit der Organisation des Knowledge Camps. Das Knowledge Camp ist ja tatsächlich mal entstanden als eine Bottom-up-Initiative von zwei Mitgliedern, von Simon Dückert und von Karl-Heinz Pape. Und die haben es halt viermal veranstaltet sozusagen, das Knowledge Camp. Und 2012, das letzte Mal, haben da auch schon mit hybriden Formaten, in dem Fall hybrid eben auch verstanden als quasi Verblendung mit anderen Formaten, in dem Fall eine klassische Konferenz in 2012. Danach ist quasi dann die Orga so ein bisschen auseinandergegangen aufgrund planerischer, unterschiedlicher Vorstellungen der GFM, innerhalb der GFM. Und dann hat ja der Rainer das halt, wie gesagt, wieder aufgenommen. Und 2015, wo er eben gerade schon beschrieb, da wart ja ihr beide, Gabriele und Dirk, ihr wart ja quasi mit im Organisationsteam. Wir haben alle zu dritt quasi und noch mit weiteren Mitgliedern das von Dirk sehr, sehr exzellent vorbereitete Knowledge Camp durchgeführt. Und dazu muss man sagen, dass bis dato quasi war das Konzept vom Barcamp Knowledge Camp sozusagen, das ist das Barcamp zum Thema Wissensmanagement im deutschsprachigen Raum. Und wir suchen uns immer Partner, die uns die Räume stellen, was übrigens auch für alle Arten von
von öffentlichen Barcamps immer eine Schwierigkeit ist, man sucht sich halt einen Raumsponsor. Und beim Knowledge Camp war es halt die verschiedenen Lehrstühle mit Wissensmanagement. Und auch da haben wir schon wieder so eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Da will ich ganz kurz die Entwicklung beleuchten. Also Dirk hatte das schon erreicht, dass wir im Bildungswerk der sächsischen Wirtschaft waren. Das heißt, quasi nicht bei einer Hochschule, sondern auch mal so noch stärker in Kontakt kommen mit der Wirtschaft, mit den Unternehmen. Und das war ein bisschen dann auch sozusagen die Überlegung, als wir es dann fortgeführt hatten, ich in 2016, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir auch noch so ein bisschen so einen Anschluss haben in die Unternehmenspraxis. Und 2016 hatten wir dann halt auch schon das Format leicht geändert, hatten auch da ein bisschen hybridisiert, indem wir neben den obligatorischen Begrüßungsansprachen, die es immer gibt bei allen Arten von Barcamps, die quasi abweichen von diesem teilnehmenden, organisierten Teil, dass wir da eben auch mal geschaut haben, wer ist denn sozusagen so anerkannte Experte zu einer gewissen Fragestellung innerhalb des Wissensmanagements. Und 2017 haben wir das quasi auch ein Stückchen weiter fortgeführt. 2018 haben wir richtig einen Ausflug gewagt innerhalb, passend zum Thema Arbeitswelt in der Zukunft, in ein Projekt quasi in die Räume vom Bürobehersteller Steelcase, in die Arbeitswelten der Zukunft quasi. Und da waren dann eben auch schon diese Erfahrungen reflektiert. Wir haben dann halt neben dem Barcamp-Teil quasi eine Sünde aus der Sicht der Orthodoxie der Barcamp-Organisatoren so ein bisschen, also der, die eher Methodenorthodoxiker sind, haben wir das durchbrochen und haben gesagt, so, wir orientieren uns, was wollen die Teilnehmenden, was will die GFWM, wo wollen wir uns da weiterentwickeln, und haben quasi auch einen klassischen kuratierten Anteil, also klassischen Konferenzanteil, wenn man so will. Und das war dann immer schon die Herausforderung 2019, ebenso haben wir es gemacht. Das folgt aber eigentlich den Grundgedanken auch von Barcamps, weil ein Grundgedanke der Barcamps ist auch eben diesen Rahmen so gut wie möglich zu bieten. Das heißt, eigentlich zwar nicht übergriffig zu sein im Inhalt, sondern einfach nur als guter Gastgeber den gesamten Rahmen gut zu gestalten. Und dazu gehört für uns dann eben auch dieses Konzept sozusagen, da noch ein bisschen mehr Programm auch mitzubringen für die Teilnehmenden, ohne dass wir, das hat gut funktioniert bislang, ohne dass wir die Teilnehmenden jetzt irgendwie entmutigen, sozusagen ihre eigenen Inhalte nicht mitzubringen. Natürlich, das hat gut funktioniert, auch bis zum letzten Barcamp, ist so mein Eindruck, insbesondere die gute Gastgeberschaft und das gute Miteinander vernetzen, das war halt uns sehr wichtig. Wir hatten halt die riesige Herausforderung, das ist, glaube ich, eher, könnte ich auch auf die Metaebene heben, für alle Barcamps in diesem Jahr ein Riesenproblem gewesen, eben die Situation mit Corona. Hybridisieren hieße eben in dem Fall analog und digital. Wie kriegen wir das verbunden? Darüber haben wir in der Orga lange überlegt, haben wir ein Konzept auch entwickelt, mussten es letzten Endes auch verwerfen und sind also rein virtuell gestartet. Und virtuell klingt sehr einfach. Wir haben, glaube ich, alle hier in der Runde viele virtuelle Veranstaltungen erlebt, klassische Konferenzen, wo, ich sage jetzt mal, Vorträge abgespult werden und irgendwie als Teilnehmender, das ist so meine Erfahrung, das ist nicht nur sehr partizipativ, als auch die Q&A-Runden über Chatfunktionen und so weiter. Das war dann doch sehr, sehr entmutigend sozusagen auch für mich, wenn ich mich fachlich irgendwo aufschlauen wollte, dachte ich so irgendwie nach der zweiten Session, so, das war's. Ich habe genug andere Dinge zu tun. Und so nebenbei kann man es laufen lassen. Das machen auch viele, da gibt es sehr viele verschiedene Erfahrungskontexte. Und wir haben vor diesem Hintergrund unserer Erfahrung haben wir halt auch überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir diese Beteiligung, den Grad der qualitativen Beteiligung, wie können wir den erhöhen? Und um da jetzt nicht so wahnsinnig viel hinauszugreifen, weil auch Rainer jetzt noch was dazu sagen will, ist, wir haben dann schließlich ja ein Konzept entwickelt und haben da auch Feedback bekommen. Aber wir mussten erst mal gründlich uns überlegen, was bedeutet Hybrid und was bedeutet sozusagen die Übertragung von unseren Erfahrungen als vorher im Grunde weitgehend auch Präsenzveranstalter.
Ich habe mir mal ein paar Punkte zusammengesammelt, um es dann mal an konkreten Beispielen, Anwendungsszenarien, Präsenz versus Online gegenüberzustellen und auch mal so ein bisschen zu beleuchten, was klappt denn wo besser. Und ein Teil der DNA von Barcamps ist das Thema Selbstorganisation und, wo es nötig ist, Improvisation. Das gehört beim Präsenz-Barcamp dazu. Oh, wir haben kein Papier mehr, ich gehe mal schnell rüber und hol was. Oder wir bauen mal die Sitzordnung um, und damit wir hier einen Stuhlkreis haben. Dann packen alle mit an und dann wird der Raum umgestaltet, damit die Session funktionieren kann. Das geht online nicht so leicht oder eigentlich gar nicht. Da muss erheblich mehr geplant und organisiert werden. Ich habe zwar auch schon Sessions erlebt, wo Leute nicht dann in Zoom kamen und da hat man dann schnell irgendwas anderes gemacht, aber das ist erheblich mehr Aufwand verbunden und mit dem hohen Risiko, dass man Leute unterwegs verliert, wenn man mal schnell die geplante Plattform für die Durchführung der Session wechselt. Das geht nicht so einfach. Und da ist also dieses Wesensmerkmal der Selbstorganisation und dass sich's irgendwie ergibt, muss man sozusagen jetzt die Spontanität durch Planung ersetzen, was eigentlich schade ist, aber es ist notwendig. Und das merkt man dann zum Beispiel auch bei der Sessionplanung. Wie oft habe ich schon, wenn ich sehe, wie lange die Schlange der Leute ist, die eine Session vorstellen wollen, oder ich höre ein paar spannende Vorschläge, dass ich dann meinen Zettel schnappe, was aufschreibe und mich in der Schlange noch anstelle. Und dann wird an dem Sessionboard werden die Kärtchen hin und her gehängt, sodass alle zufrieden sind mit der Ordnung. Und das kann man ganz spontan beliebig austauschen. Online ist es enorm wichtig, dass die Sessions am besten schon ein oder zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn alle da sind. Kurzfristig kann man auch noch was machen, aber je mehr vorher da ist, umso leichter ist es, das Ganze zu organisieren. Dass der einzelnen Session dann ein Raum in Teams oder eine Zoom-Session zugeordnet wird. Und da kann man da nicht so einfach hin und her springen. Weil das eigentlich schon verplant ist, kann man jetzt nicht einfach schnell die Kerzen austauschen und sagen, ich würde aber lieber in eine andere Stunde reingehen, weil da zu der Zeit wollte ich eine andere Session besuchen. Da ist sehr viel mehr Vorplanung notwendig, als wie im analogen, also im Präsenzbereich. Ein anderes wichtiger Punkt oder Barcamp-Gesetz, das Gesetz der zwei Füße. Man kann jederzeit aus Sessions rausgehen und in eine andere Session reingehen, wenn man das Gefühl hat, hier nichts mehr zur Session beitragen zu können oder wenn sich herausstellt, dass es anders läuft, wie man es geplant hat. Dann geht man schnell rüber und hofft dann in der zweiten Session noch einen Mehrwert für sich und auch etwa für die anderen Teilnehmer geben zu können. Wenn analog das so ist, also viele haben immer noch eine Hemmung aufzustehen und naja, bleiben halt dann da. Oder man steht auf und geht vielleicht in eine andere Session. Online ist es ein Klick weg, die nächste Session. Und es gab tatsächlich, wir haben die Sessions beim Online Knowledge Camp ausgewertet, es gab einige Leute, die in jeder Stunde in allen Sessions waren. Wie viel man da mitnehmen kann, ist die andere Frage. Aber die haben halt wirklich diese Möglichkeit des Hin- und Herspringens maximal ausgenutzt dann. Ein ganz wichtiger Unterschied zwischen den beiden oder was für mich der zentrale Unterschied ist, wo es am meisten auseinanderklafft, ist das soziale Miteinander. Das sind die Pausen und die Pausengespräche, das ist der Abendevent, wo man mit Leuten dann ins Ratschen kommt, wo man dann zum Beispiel aus dem Sessionraum rausgeht, gemeinsam runter in die Kaffeeküche, das gerade Gehörte noch nachverarbeitet und sagt, ja, hast du das auch so gesehen? Ja, genau. Und Mensch, das war toll. Und dann steht man zusammen mit einem Kaffee da und die ganze Pause ist eigentlich noch eine Verlängerung der Session. Man baut Beziehungen auf zu anderen, kommt mit denen in Kontakt, tauscht sich aus. Und es geht sogar so weit, dass dann aus solchen Pausengesprächen richtige Pausen-Sessions werden, dass kleine Gruppen von Leuten so begeistert miteinander diskutieren, dass sie gar nicht mehr zurückfinden in die offiziell auf dem Sessionplan stehenden Sessions, weil dort, wo mehr als zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort findet eine Session statt. Und die da sind, sind immer die richtigen. Also so Spontan-Sessions sind online fast nicht möglich. Es gibt Leute, die Barcamp erfahren sind, werden immer wieder Wege finden, das aufzumachen. Aber auch da ist sehr viel mehr, ist man an die geplanten Räume gebunden
und muss sich halt dann vielleicht über den Chat abstimmen, da reinzukommen. Abendevent, ein Highlight für mich bei jedem Präsenz-Barcamp, um alte Freunde wiederzutreffen, mit neuen Bekannten auszutauschen. Da hatten wir tatsächlich, also ich war unter anderem im Orga-Team für die Orga des Abendevents zuständig. Da hatten wir große Sorgen im Sinne von, hoffentlich klappt es. Hoffentlich bleiben die Leute ein bisschen da, fangen an, sich auszutauschen, um dieses Gefühl, so wie es früher war bei den Präsenztreffen, da auch ein bisschen in die Online-Zeit retten zu können. Und wir waren uns nicht sicher, ob das tatsächlich so klappt. Und wir hatten Glück, es lief gut, die Leute waren begeistert. Wir hatten Spiele organisiert, immer so eine Sache, springen die Leute drauf an oder finden sie es eher doof, weil sie jetzt eher auf einen seriösen Austausch interessiert sind. Wie macht man es allen recht? Aber wir hatten wirklich das Glück, die Leute wollten mitmachen, sie waren begeistert dabei. Und mir hat einer gesagt, ich habe schon seit lange nicht mehr so unbeschwert gelacht wie bei diesem Abend-Event. Und ich glaube, das ist das beste positive Feedback, was man dazu machen kann, wenn einem das online gelingt. Letzter Punkt jetzt dazu, wo die Unterschiede noch sehr deutlich sind, ist das leidige Thema Dokumentation. Also leidig ist es, wenn dann eher bei Präsenztreffen. Man schreibt fleißig mit auf Flipchart und Metaplanwänden, klebt Post-its an die Wand oder hat Karten am Boden, die man verteilt und bespricht. Das dann zu dokumentieren, ist immer ein Systembruch. Man kann es abfotografieren, man kann es irgendwo einstellen. Wenn man nicht dabei war, wird es dann immer schwierig, den Kontext so richtig zu erfassen. Da hat man einen tatsächlichen Vorteil in der Online-Version, weil da die Dokumentation quasi als Nebenprodukt der Session entsteht. Man trifft sich auf einem Whiteboard, schreibt Post-its, Sticky Notes oder man hat den Chat, den man dann im Prinzip mit Fragen und Antworten schon fertig diskutiert hat und kann die Dokumentation, also den Chat oder die Plattform, die man genutzt hat, dann in eine gemeinsame Dokumentation zusammenführen. Da ist der Aufwand erheblich geringer wie bei einem Dokumentation einer Präsenzveranstaltung. Das waren jetzt für mich so ein paar Highlights. Und ich glaube, der Andreas hat da bestimmt auch noch ein paar Sachen, die er da gerne ergänzen möchte. Ich würde gar nicht so sehr jetzt das ergänzen, was du gesagt hast. Das kann ich weitgehend sozusagen auch spiegeln. Was wichtig war, waren sozusagen, damit dieses Ganze geschehen konnte und dieses Erlebnis, was du gerade beschrieben hast, dazu gehört natürlich viel Planung und erstmal vor der Planung auch so eine konzeptionelle Überlegung, wie übertragen wir quasi all diese Gesetzmäßigkeiten, die sonst stattfinden bei so einer klassischen Präsenzveranstaltung, aber auch beim Barcamp. Und das war, wie du es ja auch schon beschrieben hast, dieses Miteinander ist unglaublich wichtig. Und das ging so in der Erfahrung, also der Gesamterfahrung der unterschiedlichen Teilnehmenden des Orga-Teams, der Mitglieder des Orga-Teams, da war ja geballte Erfahrung sozusagen, andere Online-Formate und auch hybride Formate zu betrachten. Also, der Titel war ja heute eigentlich auch hybride und virtuelle Barcamps. Ich merke gerade, wir sind ganz stark bei dem Erlebniserzählung des virtuellen Camps. Hybrid war quasi auch von uns ja ursprünglich geplant und in der Vorlernerfahrung vor dem Camp sozusagen, was nehmen wir jetzt sozusagen während des permanenten Lernens noch in unsere Planung und Strategie auf, vor allen Dingen eben auch in die konzeptionelle Überlegung. Und das war quasi eine sehr ernüchternde Erfahrung auch mit hybriden Formaten. Also die haben ihre Pros und Cons. Die Pros, die ich erlebt habe, war bei anderen Formaten, also bei anderen Events auch die Hybrid bietet eben genau diese Möglichkeit, die man sonst hat, des sozialen Miteinanders. Es ist aber nicht die gleiche Ebene wie das soziale Miteinander, das Netzwerken, das Aufeinandertreffen bei jedem, zum Beispiel beim Knowledge Camp. Das ist eher ein fachliches Barcamp, auch in erster Linie. Also dieses einjährige Jahrestreffen, auch der GFM ist es auch. Und jedes Jahr trifft sich halt auch die Wissensmanagement-Community, tauscht sich aus. Und das ist fast manchmal noch wertvoller, als die einzelnen Sessions zu besuchen.
und wie bilden wir das ab und sozusagen da wieder im Rückblick sozusagen, das hatten wir alle schon so ein bisschen immer abgeprüft, auch wenn wir andere Events uns angeguckt haben, wie gelingt es da und wie gelingt genau dieser Austausch in den Zwischenräumen, das ist halt virtuell schon wahnsinnig schwierig, hybrid wird es auch nicht einfach, das ist diese Situation, dass du dich halt virtuell dieser Pausensituation vollständig entziehen kannst, ne? Also du nutzt die Pause zur Biopause, du nutzt aber auch die Sessions, die nutzt du extensiv aus, weil du hast ja einen virtuellen abgeschlossenen Raum für die Sessions in der Regel. Das heißt, du kannst dann auch mehr als 45 Minuten praktisch diskutieren, weil du niemanden störst, der das die nächste Session abhält. Du hast auch nicht das Erfordernis, dass du jetzt Räume physisch wechseln musst. Und insofern war mein Erlebnis, das war dann auch beim Knowledge Camp so, dass die Pausen eigentlich kaum zum Austausch wirklich genutzt wurden, sondern die waren quasi eine Session an die andere. Und das ist auch so die Erfahrung bei allen anderen virtuellen Barcamps. Die gehen schnell vorbei, wenn man sozusagen nicht sagt, so Politik der zwei Füße, das Thema interessiert mich gar nicht mehr, ich kann hier nichts lernen, ich verlasse den Raum, es ist aber auch nichts alternativ, was mich interessiert. Dann mache ich halt mal eine Pause. Und da ich das Ganze ja virtuell mache, kann ich auch nebenbei arbeiten, wenn ich jetzt im Homeoffice bin oder selbstständig und das gewohnt bin. Und sozusagen diese Situation anzugehen, das war irgendwie schwierig. Wie gesagt, die Erfahrung, die ich ganz persönlich gemacht hatte, war und auch ein bisschen gespiegelt von anderen Teilnehmern und Veranstaltern auch, dass das Hybride immer schwierig war. Auf den Hybrid hieß in diesem Fall meist eben die Hauptveranstaltung ist virtuell und der Präsenzanteil ist eher sozusagen in Satellitenform, wie wir uns das auch überlegt hatten. Das gab es auf dem Veranstaltungsmarkt übrigens reichlich. Und die waren alle unisono relativ schlecht besucht. Von hochprestigisch, hochpreisig bis zu klassisch eben beim Barcamp quasi kostenfrei oder sehr niedrigkosten. Waren alle sehr, sehr schlecht besucht. Also ich war auf beispielsweise, wo ich war, da waren drei weitere Leute, es hat einfach ein Unternehmer, hatte seine Büroräume zur Verfügung gestellt. Das hatte den Effekt pro, dass man quasi diese soziale Situation so ein bisschen hatte. Ich bin mit anderen gemeinsam auch in dieser Lernerfahrung, aber das Kontra wäre einfach auch, ich fühle mich gar nicht so sehr als Teil der gesamten Veranstaltung auf einer anderen Ebene, weil ich vielleicht nicht alles mitkriege, wenn ich jetzt noch in der Präsenzsituation jetzt auch noch eine Session halten wollte. Das wäre halt eine Herausforderung. Das wäre quasi, dazu habe ich auch überhaupt keine Antworten heute mitgebracht, wie man das gestaltet. Und in dieser Planungsphase war es dann also für uns auch sehr wichtig, wie kriegen wir diese Zwischenraumsituationen nicht nur für die Pausen hin, sondern eben dann auch für das Abendevent, für das Plenum auch, machen wir da einfach einen riesen Zoom oder in dem Fall bei uns war es von Anfang an klar Microsoft Teams, wie machen wir da irgendwie 100 Fenster auf oder 300 Fenster geht ja mittlerweile. Das ist aber keine echte soziale Situation, weil entweder hast du tatsächlich die Situation, dass du mit 100 Leuten Alpha-Tierchen hast, die andere bespaßen oder du hast die Situation, die Leute wollen halt miteinander in kleinen Gruppen kommunizieren und so sind wir halt auf diese Lösung bei uns gestoßen. Ich will jetzt gar nicht den Namen nennen oder ich kann ihn auch nennen, Remo, aber das Entscheidende ist, wir hatten uns halt konzeptionell überlegt, wie bei vielen anderen virtuellen Veranstaltungen halt, hier ist es Zoom, wir hatten halt Teams genutzt, gibt da auch andere Lösungen. Das sind diese klassischen Videoconferencing-Tools, die inzwischen ja auch ziemlich weit entwickelt wurden aufgrund der Situation. Und wir hatten dann halt dieses Tool entdeckt. Und das ist sozusagen auch, gehört mit zu einer Gruppe von Tools, die ganz stark auch nochmal promotet wurden durch die Situation. Das sind die räumlichen Konferenztools, Spatial Chat Tools, also indem man quasi miteinander, die Räume sind nachgebildet, man hat halt diese Situation, dass man da psychologisch das sozusagen so wahrnimmt wie, ach Mensch, das ist ja genau wie bei dem letztes Jahr bei der Konferenzsituation, städtische, wir hatten ja auch so eine Art städtische Situation. Das hatten wir halt entdeckt, hatten das auch schon bei verschiedenen Events auch ausprobiert
Und das funktioniert relativ gut. Was man immer beachten muss, ist bei diesen virtuellen sozialen Situationen, Rainer hat es jetzt beschrieben, wie unsere Angst, wie das angenommen wird, ist tatsächlich die Situation, dass wir da auch wieder diese Homeoffice-Situation haben, diese Remote-Situation, dass wenn ich anreise in einer physischen Veranstaltung, dann habe ich halt einen gewissen Invest getätigt. Ich bin in der Regel auch in einer sozialen Drucksituation, dass ich irgendwie sage, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich sowieso hier an dem Ort bin und mich hier treffe, dann gehe ich natürlich zur Abendveranstaltung. In der virtuellen Situation kann ich immer sagen, wenn ich zum Beispiel dann eben auch in dem Homeoffice bin, ich habe hier genug andere Dinge zu tun. Ich muss jetzt nicht an der Abendveranstaltung noch teilnehmen. Ich habe am wesentlichen Teil, den fachlichen, den Austausch teilgenommen. Das war sozusagen dann auch ein bisschen die Schwierigkeit. Da ist es sozusagen immer wichtig, auch wenn man das plant in der Organisation, dass man das mit in Betracht nimmt. Wie kriegt man da sozusagen die Situation hin, dass das spielt auch Quantität durchaus eine Rolle. Also wie kriegen wir Qualität auch hin? Die kann man auch mit kleinen Gruppen hinkriegen, aber so eine gewisse Größe, und da hatten wir halt auch diese Ängste, die dann aber auch nicht bestätigt wurden, die ich aber bei anderen großen Veranstaltungen erlebt habe, wo quasi in der Regel 300 Leute sind, 300 Teilnehmer, eine Veranstaltung, die war auch dieses Jahr virtuell nicht schlecht besucht, die waren auch so um die 300. Bei der Abendveranstaltung waren ganze 19 Teilnehmer. Also es war so die totale Verkehrung. Also 19 Teilnehmer muss man sich so vorstellen, am Anfang der Abendveranstaltung waren 19 Teilnehmer und am Ende waren es vielleicht noch 2 Leute oder so. Und ich meine, normalerweise gibt es zwar auch viele Veranstaltungen, wo die Abendveranstaltungen von Events, wo am Ende nur 2 Leute sind, aber es sind halt über den Abend verteilt halt, ich sag mal, 80-70% der Teilnehmenden auch dabei. Man hat halt diesen, nicht nur diesen Socializing-Event-Charakter, sondern man hat auch diesen Charakter, dass, wie beim Knowledge Camp jetzt als Themen-Barcamp, dass man sich dann mit anderen halt auseinandersetzen kann, auf professioneller Ebene auch und gleichzeitig sich menschlich kennenlernen. Da haben wir ziemlich viel Vorarbeit leisten müssen. Und mit diesen ganzen Tools kommt natürlich nochmal die Herausforderung einher, dass viele Teilnehmende wiederum diese Tools gar nicht kennen. Das heißt, auch da ist sozusagen nochmal Upskilling notwendig. Da ist unsere Erfahrung, dass es Sinn macht. Und tatsächlich auch so eine Erfahrung, dass wir es noch mehr hätten machen können, quasi im Vorhinein noch stärker sozusagen darauf hinzuführen, Veranstaltungen durchzuführen mit den Tools. Wobei ich da nicht sagen würde, dass es sinnvoll ist, jetzt sozusagen die Tools bestimmen, die Programmatik, sondern die unterstützen quasi nur dieses Anliegen. Ein Punkt, der mir tatsächlich noch wichtig ist, habe ich mir jetzt auch hier gerade notiert. Der Dirk hat es vorher weiter oben im Chat mal angesprochen, dass man, wenn man remote an einer Online-Veranstaltung teilnimmt und vielleicht der Meinung ist, da muss ich mir nicht einen Tag freinehmen, da habe ich am Vormittag und am Nachmittag eine Stunde Zeit in meinem überfüllten Terminkalender des Tagesgeschäfts und dann nehme ich mal schnell an einer Session teil. Wir hatten einige Teilnehmer, die das versucht haben und die dann auch berichtet haben, das funktioniert nicht so gut. Wenn man sich entscheidet, an einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen, dann ist das erstmal eine Hürde, weil dann muss man sich 2 Tage aus seinem Tagesgeschäft rausziehen und dann noch anreisen und abreisen. Also man ist dann einige Tage weg, ist in dieser Zeit aber im Event drin und taucht dort ein mit zu 100%. Gut, manche telefonieren dann vor der Tür und werden immer wieder vom Tagesgeschäft zurückgeholt, aber man ist dort und auch in Gedanken dort. Man kann sich darauf einlassen, lernen und austauschen. Immer dann, wenn man in einer Session, in einer Online-Session drin ist, in einer Lücke seines Terminkalenders, ist man in Gedanken immer noch im Tagesgeschäft und kann eigentlich gar nicht richtig einsteigen. Es ist ein bisschen so, diese Entscheidung, sich darauf einzulassen, ist genauso, wie wenn ich vorm Sessionplan stehe, analog oder digital, und habe 5 Sessions, die mich gleichzeitig interessieren. Da ist immer diese Fear of Missing Out. Als Veranstalter habe ich gelernt, die beste Antwort darauf ist, nein, du musst dich entscheiden für das, was ist dir wirklich, wirklich wichtig. Und da gehst du dann rein. Und die, die dann mit dir in dieser Session sind, sind ebenfalls diejenigen, die für genau dieses Thema am allermeisten brennen. Und dadurch wird es sozusagen
unvermeidbar eine super Sessions, weil dann sind die Richtigen beisammen. Und ob es jetzt 3 oder 30 sind, ist dann eigentlich egal. Und je kleiner die Session ist, umso eher ist dann auch, kommt man dann so in diesen gemeinsamen Flow dann rein. Bei größeren Gruppen gibt es doch immer wieder ein paar, die die Diskussion dominieren. Aber genauso ist es auch meine Empfehlung für alle, die an virtuellen Barcamps teilnehmen wollen: Blockt euch den Tag oder die Tage im Kalender und versucht nach Möglichkeit, so wenig wie möglich anderes zu machen, dass ihr euch darauf einlassen könnt. Das ist das eine. Ein Punkt noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Andreas: Die Anzahl der Tools, um das Beste aus unterschiedlichen Welten zusammenzubringen, ist nicht einfach. Und bei jedem Systemwechsel, Plattformwechsel, ist das Risiko groß, dass man wieder ein paar Teilnehmer verliert. Online-Affine, wo ich uns jetzt zum Beispiel durchgehend alle dazu zählen würde, tun sich leichter, dann noch den passenden Link zu finden und wieder zurückzufinden. Mit Leuten, die bisher hauptsächlich analog unterwegs waren, wird es dann zu einem K.O.-Kriterium und dann zu einer sehr negativen Nutzererfahrung, wenn man dann rausfliegt und nicht mehr weiß, wie man wieder zurückkommt. Dann vielleicht vergleichbar sowas, wenn man versucht, an einer Uni in unterschiedlichen Gebäuden auf dem Campus die Räume zu verteilen, dann sieht man immer wieder Leute rumirren, die sagen, wo ist denn eigentlich die Session 2.16 oder der Raum 2.16? Ich bin hier im falschen Stock und Ähnliches. Da ist dann die Ausschilderung ganz wichtig. Und so ungefähr für die Online-Variante würde ich sagen, die Tools so gut wie möglich zu integrieren, vielleicht auf ein paar Top-Features verzichten und dann lieber alles auf einer Plattform machen, wenn es möglich ist, um diese Systemwechsel und Systembrüche zu vermeiden, dass man die Leute nicht irgendwo auf den virtuellen Fluren im schwarzen Datenloch dann rumirren sieht und dann verliert unterwegs. Ich hatte jetzt gerade was geschrieben, Andreas. Hast du schon darauf angesprochen, dass diese Tool-Überforderung, wenn es so viele unterschiedliche Plattformen sind, hattest du das bereits angesprochen gerade? Hatte ich nur ganz kurz angerissen. Okay. Das ist quasi sozusagen diese Situation, dass man sich überlegen sollte, dass wenn man Tools benutzt, die nicht standardmäßig bekannt sind oder in den Standardkontexten bekannt sind, dass man dann quasi so eine Art Upskilling vorher durchführen muss in irgendeiner Form. Da bietet sich halt an, was wir auch gemacht haben, thematisch hinführende Abendevents oder reine Ausprobier-Sessions. Genau, so ein Technik-Check oder sowas, ja. Genau, aber die sozusagen als Erfahrung ist es so, dass wir auch beim Knowledge Camp, muss ich gestehen, haben wir, glaube ich, mindestens 2 Teilnehmer auch komplett verloren. Also die sind nicht reingekommen in das Tool. Und da wird man quasi auch der Verantwortung als Gesamtveranstalter ja nicht gerecht, irgendwie versucht auch dann sozusagen, alles ist dann plötzlich Troubleshooter, wie kriegt man die Leute doch noch in die Session rein, was für Workarounds gibt es da, aber letzten Endes wird dann auch irgendwann ja eine Entscheidung getroffen, eine konzeptionellen Ebene, die schon das berücksichtigt, dass möglichst alle reinkommen. Es ist aber gleichzeitig auch eine innovative Erfahrung für uns, weil quasi diese Tools, der Treiber dieser Tools ist ja jetzt genau diese Krisensituation. Das heißt, das sind alles sehr, sehr sehr, sehr frisch konzipierte Tools. Und ihr kennt sicherlich alle sozusagen die Diskussion über Zoom und über Microsoft Teams und so weiter. Tatsächlich ist es so, dass manche von diesen innovativen Tools auch aus Deutschland kommen. Aber das war quasi nicht unser Hauptkriterium. Unser Hauptkriterium war halt die Erfahrung im Sinne von, was ist sozusagen das Tool, was uns ermöglicht, diesen sozialen Austausch am besten zu fördern. Natürlich schon vor dem Hintergrund ist das auch sozusagen mit standardmäßiger Ausstattung möglich. Zur Ausstattung fällt mir noch ein, das wäre nochmal der Aspekt neben dem Mindset sozusagen bei so einem Barcamp und diesem Skillset, was ich gerade beschrieben habe, und Toolset, also Überlegung von Tools, ist tatsächlich nochmal die Hardware auch, die wir alle gar nicht mehr so im Kopf haben, aber auch davon ausgehen oder die meisten davon ausgehen, ich habe ja irgendwie, wenn ich professionell bin, ich habe ja eine tolle Hardware. Aber da sozusagen auch nochmal die Überlegung, was für Tools benutze ich auf der Hardware-Seite. Ne? Also Mikrofon, Headset und habe ich da was Hochwertiges, Webkamera sozusagen. Meistens, sage ich jetzt mal einfach in einfacher Sprache, sind die Webcams auch eher Schrott. Also da sind hochwertige Webkamera, sich auch besonders oder zumindest eine mittelpreisige. Das sind so alles so Dinge, die wir als Orga sozusagen
selber nicht im Blick haben müssten, mit ein bisschen im Blick haben, aber auch nur als Empfehlung geben können. Das ist dann tatsächlich eine Verlagerung auf die teilnehmenden Seite. Das wäre bei einer Präsenzveranstaltung kein Problem, ne? Und so wie sozusagen das Troubleshooting auch leichter ist auf einer Präsenzveranstaltung, bei einer Online-Veranstaltung halt hart scheitern kann. Für uns ist es sozusagen jetzt auch eine große Erleichterung natürlich dabei. Wir haben dieses Jahr dann eben keine eigentliche Location-Suche, also infrastrukturell war es jetzt eigentlich eher IT. Und das war schon die Erfahrung auch, dass es zwar eine Herausforderung war, dass es insgesamt aber sicherlich leichter war, als sozusagen eine Raumsituation zu finden, die optimal ist. Ne? Also so ein Raum als Ermöglicher, das ist auch ein großes Thema von dir, Gabriele, das ist halt schwierig. Und das war im Grunde auch, fand ich, ein bisschen die Herausforderung auch mit diesem Tooling nachher, dass wir eine Raumsituation irgendwie abbilden, Raum als Ermöglicher von Wissen. Ne? Das ist eben ein großer Faktor von Wissensgenerierung, den viele nicht im Blick haben. Und das wissen wir alle, wenn wir in tollen Räumen sind, sind wir gleich inspiriert und es fließen uns neue Gedanken zu. Ne? Genau, aber ich sehe, das sind spannende Fragen da. Ich glaube, wenn du nicht noch was hast, Rainer, sollten wir vielleicht jetzt mal... Wenn jetzt noch Fragen von euch kommen, dann fällt mir bestimmt noch was ein. Jetzt direkt fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein, da ergibt sich dann aber vielleicht noch was. Gerne auch mit offenem Mikrofon, oder? In der kleinen Runde geht es doch locker, oder? Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind ja eine kleine Runde, da darf jeder gerne einfach sprechen, der die jetzt eine Frage hat. Es ist ja im Chat schon einiges gelaufen, Rainer, du hast ja auch einige Fragen quasi im Chat schon beantwortet. Nichtsdestotrotz Fragen an die beiden zu solchen virtuellen Barcamps oder generell vielleicht auch, wie kann ich so kreativere, spontanere, interaktive Formate auch virtuell umsetzen? Also ich fand die Frage von Ruth zum Beispiel noch nicht so beantwortet, die sie in den Chat geschrieben hat. Vielleicht will sie selber nochmal stellen. Genau, ich hatte ganz grundsätzlich nochmal eine Frage. Wenn ihr einfach so zurückdenkt und an eure vielen Barcamps, die ihr erlebt habt, ist so Partizipation, ist das wirklich möglich? Und wäre es nicht manchmal auch nochmal gut, am Schluss die Teilnehmenden nochmal zusammenzuholen und vielleicht auch sowas wie so ein Resümee oder so ein Schlusspunkt zu setzen für alle, also außer es so sozial ausklingen zu lassen? Das ist eine Frage. Und dann wollte ich euch nochmal bitten, einfach, ihr habt sehr viel erzählt, könnt ihr nochmal die drei wesentlichen Punkte, die ihr uns mit auf den Weg geben könnt, die für so ein Online-Tool, für so eine Online-Konferenz, also nicht Konferenz, für so ein Online-Barcamp, was sind die 3 bis 4 wesentlichen Punkte, um das möglichst interaktiv und kreativ zu gestalten und was sind die größten Herausforderungen? Also es vielleicht einfach noch mal kurz auf den Punkt bringen. So. Okay, was du jetzt alles an Fragen gestellt hast, das wäre sozusagen noch mal eine Folgesession dann. Partizipativ für die Sessions, das ist der generelle Unterschied zwischen Barcamp und Webinar oder allen One-Way-Kommunikationsformaten, dass die Session vom Sessiongeber idealerweise interaktiv angelegt wird. Im Sinne von, ich nicht einen dreiviertelstündigen PowerPoint-Vortrag zu erstellen, gilt für beide Online und Präsenz, sondern am interaktivsten wird es, wenn man mit einer Frage eröffnet. Ich möchte wissen, wie man Online-Sessions interaktiver gestalten kann, wäre zum Beispiel ein gutes Session-Thema und dann Leute ihre Erfahrung zum Austausch beitragen können. Und sowas mit einem kurzen Impuls zu öffnen und dann die Frage immer wieder rumzugeben. Und ich habe schon sehr oft gehört von Leuten, die dann sagen, naja, es ist mein erstes Barcamp, was kann ich schon beitragen? Sage ich, ja, du kannst Fragen beitragen. Das, was dir noch nicht klar ist, kannst du stellen. Und wenn der Austausch, der Dialog auf Augenhöhe funktioniert, dann heißt nicht, oh Gott, die schon wieder mit ihren banalen Anfängerfragen, sondern dass auch dann diejenigen, die da bereits Erfahrung haben, dann ihr Wissen wiederum mit anderen teilen. Und dann ist nämlich ein Barcamp ein angewandtes Wissensmanagement-Format. Zu sagen, ja, ich habe folgende Erfahrung gemacht, bei mir hat das so und so am besten funktioniert. Und dann wirst du mitgenommen oder werden die Neulinge, die zum ersten Mal dabei sind, mitgenommen und können wiederum mit ihren vielleicht naiven Fragen auch dann die Experten ganz schön in Schwitzen bringen. Wie fasse ich das jetzt einfach auf den Punkt zusammen? Und das, was uns allen
scheinbar so implizit klar ist, dann auch so zu formulieren, dass es auch anderen klar wird. Also das ist auf jeden Fall, jede Frage ist eine Bereicherung für das Format online wie Präsenz. Für die Auswahl der Tools habe ich festgestellt, diese Tools setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Die können entweder das Vermitteln von Informationen besonders gut, die können die Zusammenarbeit in kleinen Gruppen besonders gut, Teams sozusagen Präzedenzfall dafür, oder die können das soziale Miteinander besonders gut, wie Remo oder Wonder war auch vorher genannt, wo man sich wirklich in der analogen Metapher wiederfindet. Man sitzt gemeinsam an einem Tisch und hat dann quasi eine offene Breakout-Session mit den Kollegen, die mit am Tisch sitzen. Und man sieht dann auf dem Floorplan, auf dem, der Oberfläche, wer denn gerade an den anderen Tischen sitzt und sagt dann, ach, da drüben ist Dirk und Gabriele, da beam ich mich doch mal schnell rüber und setze mich zu denen zu. Und so kommt dieser Austausch dann auf der sozialen Ebene, in den Pausen und miteinander zusammen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich in Wonder oder Remo Sessions machen sollte. Das geht da wiederum nicht, weil es auf den Fokus auf das Soziale hat, dass man wirklich die Analogie des realen Raums dann hat. Aber genau dort fand ich den Punkt mit dem sozialen Miteinander, ob das auch von Neuteilnehmern genutzt worden ist. Na klar, wir sehen die Namen, sehen dort eventuell auch ein bisschen das Foto und sagen, hey, die kenne ich, mit der wollte ich sowieso mal unterhalten. Wie hat denn das praktisch funktioniert tatsächlich mit den Neuteilnehmern? Die haben diesen Punkt ja nicht in der Form. Doch, also es hat erstaunlich gut funktioniert. Also genau diese Überlegung, die du hattest, die spielte auch sicherlich auch eine Rolle bei der Überlegung quasi, was wir anbieten sozusagen, wo wir auch verpflichtet sind als Strukturgeber, dass wir eben auch eine Möglichkeit bieten müssen für das soziale Miteinander der üblichen Teilnehmenden, die sich ja wieder treffen wollen, für die das auch eine Art Jahrestreffen ist. Aber es ist tatsächlich so gewesen, ich habe jetzt keine ganz genaue Zahl, aber ich habe immer bewusst meine Rolle auch gesehen, auch Newbies anzusprechen und natürlich auch immer hoch interessiert, wer kommt da neu rein in unsere Community, in GKC-Community, also Knowledge Camp Community. Und da war jetzt mein subjektiver Eindruck, aber schon der Eindruck eines, der dann immer wechselt und guckt, wer ist da neu dabei, war so, dass wir durchaus einige Newbies und mein Gefühl war, das ist doch ein großer Anteil auch der Teilnehmenden in diesem Socializing-Part sind. Also Socializing-Part, der Abend-Event und die Remote-Situation tagsüber, also diese Remote-Situation tagsüber zwischen den Sessions. Mhm. Ja. Aber nochmal kurz zur anderen Frage von Ruth. Ich kann da nur so auf der Metaebene was sagen. Es sind so vier Punkte, dass wir tatsächlich rechtzeitige Kommunikation im Vorfeld, wenn man quasi, wie Rainer das ausführte, das Barcamp-Format, das eigentlich ja ein bisschen durchbricht, indem man sagt, das soll zwar auch Raum sein für Sessiongeber am Tag X, aber dass man vor dem Tag X halt möglichst viele Sessions sammelt, in Anführungsstrichen. Also quasi auch nicht sammelt, sondern darauf hinweist, es gibt halt ein Medium, in dem man seine Sessions schon vorschlagen kann. Und dass man da durchaus rechtzeitig anfängt, ist tatsächlich ein Learning generell bei jedem Barcamp immer wieder neu und leider irgendwie nicht integriert, als Debriefing dann wieder in die Vorbereitung vom nächsten Camp ist. Es ist einfach so, das muss man so machen, Testing, Testing, Testing. Also man muss alles, was man an Struktur, ob nun analog oder virtuell, muss man testen. Und beim Virtuellen kommt halt wirklich Upskilling nochmal hinzu, dass man sich wirklich klar machen muss zur Vorbereitung. Da gehört auch das Upskilling und das muss halt auch getestet werden, dann mit quasi allen Teilnehmenden oder großen Teil der Teilnehmenden im Vorfeld, was nicht so ganz ohne ist. Was sehr wichtig ist, an Tag X Support auch zu geben, gerade auch wegen dieser Online-Situation und dann auch nochmal zu dem, was wir beide unisono jetzt vielleicht gesagt hatten, bekannte Tools, Zoom und Teams,
Aber mitnichten sind immer allen Leuten die Tools bekannt. Wir haben also auch unter den Wissensmanagern viele, die Schwierigkeiten haben mit dem einen oder anderen klassischen Online-Tool. Ne? Sei es einfach, weil sie das Tool nicht gewöhnt sind, weil sie eben halt nur Zoom kennen oder nur Teams kennen aus ihrer Organisation. Und ja, und das ist es so sozusagen. Das vierte Punkt war jetzt, habe ich nochmal so Zielgruppenorientierung, aber das ist ein bisschen sehr, 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 sehr meta. Das ist quasi immer wieder noch im Blick haben, dass wie sehen unsere Teilnehmenden aus? Also sind vielleicht nicht Teilnehmer, auch wenn Rainer das und ich das auch gerne sehen, dass sie den ganzen Tag teilnehmen, sondern sind vielleicht auch Teilnehmende, die dann nur sagen, ich habe am Nachmittag Zeit und guck mal, was da ist. So gerade bei einer Online-Veranstaltung geht das ja. Das geht ja sonst eigentlich nicht. Ja, so viel zu den vier Punkten noch, sorry. Was ich noch als spannende Erfahrung habe, das könnt ihr vielleicht erläutern. Ich habe ja das Edu-Camp noch relativ positiv erlebt dieses Jahr. Und die haben das zum Beispiel gemacht, dass die diese ganze Technik über sogenannte Technik-Angel aktualisiert haben. Also entweder Referenten haben ihre Räume selber mitgebracht oder welche von den Teilnehmern haben gesagt, ich habe hier Konferenzräume oder Tools, die biete ich mit an. Und die pflege ich dann auch während eurer Session und so weiter. Mhm. Und dadurch mussten die natürlich sich nicht um eigene Lizenzen bemühen und sehen, dass sie genügend Räume hatten, sondern es waren also insgesamt immer deutlich mehr Möglichkeiten da, als notwendig waren. Ihr habt ja alles vorher organisiert, ne? Also da kann ich direkt das Feedback geben, wo ich als Teilnehmer, / beobachtender Organisator beim Corporate Learning Camp dabei war, was im März diesen Jahres auch als Online-Veranstaltung lief. Und da gab es sehr viele unterschiedliche Plattformen. Jeder, bring your own Plattform. Jeder hat die mitgebracht, in der er seine Session halten wollte. Und für mich war das ein super Spielplatz, Abenteuerspielplatz. Ich habe so viele neue Plattformen und Tools kennengelernt und war begeistert davon. Aber Thema Mindset, es sind manche Leute überfordert, das zum einen und zum zweiten, was man dann echt vollkommen wertneutral bedenken muss, wenn man in jeder Session eine andere Plattform hat, kommt ein Aufwand, ein Zeitaufwand dazu am Anfang, bis die Leute erstmal verstanden haben, wie kann ich denn hier eine Sticky Note schreiben auf diesem Whiteboard, wie läuft das, ich kenne jetzt das andere Whiteboard oder was muss ich denn hier machen, um das und jenes zu machen. Also sozusagen, um erstmal einchecken zu können, um sich an der Präsentation oder an der Session beteiligen zu können, ist erstmal ein gemeinsames Verständnis möglich. Und je diverser die Plattformlandschaft ist, umso schwieriger wird es und dann umso weniger Zeit bleibt netto von den 45 Minuten Session über, um über inhaltliche Fragen zu reden. Und das ist einer der Gründe, die dafür sprechen, es eher möglichst standardisiert zu machen, dass dieses ständige Neugewöhnen nicht so extrem wird oder so negativ dann empfunden wird. So ein Aspekt war dabei aber auch noch, dass wir von wegen Lizenzen, dass wir ja als GFWM, als Veranstalter, dass wir die Microsoft Teams Session Lizenz ja auch haben, die Tenant, und dass auch viele von unseren Mitgliedern da auch schon Erfahrungen mit haben, also da quasi kein Upskilling stattfinden muss. Einen anderen Aspekt, wenn der Punkt jetzt geklärt ist, würde ich noch einen anderen Aspekt schnell anbringen, und zwar Sessionplanung oder dass Sessions schon vorab in einen Sessionplan als Vorschläge eingetragen werden. Und die schon länger beim Knowledge Camp dabei sind, die erinnern sich noch an eine Plattform, die wir früher nutzten, namens Mixed. Und da hatten wir uns damals schon überlegt, das war der Chat, der Dialog, also der Online-Teil zur Präsenzveranstaltung. Und da haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, dass da nicht nur eine Woche um die zwei Tage Knowledge Camp herum Aktivität auf der Online-Plattform ist, sondern dass wir da mehr Austausch übers Jahr verteilt schaffen, dass es nicht nur wie so ein Herzschlag einmal im Jahr eine Woche aktiv ist. Und haben auch die letzten Jahre für unsere Präsenzcamps dann auch schon versucht, Werbung zu machen dafür, Sessions fordern kann man nicht sagen, Leute einzuladen, stellt doch eure Sessions schon frühzeitig ein, dann könnt ihr schon im Vorfeld eine Diskussion darüber starten, dass die Leute schon informiert über euer Thema kommen. Ein bisschen so dieses Flipped Classroom-Prinzip. Man stellt sein Thema, vielleicht schon eine Präsentation oder ein paar Blogbeiträge zum Thema ein, dass dann die Leute informiert in der Session intensiver drüber reden können. Da
das war sozusagen der Versuch, Leute auch schon über die Diskussion fürs Knowledge Camp zu begeistern. Und wenn schon 10 Sessions im Plan stehen, dann fällt es anderen auch leichter, eigene Session-Vorschläge einzubringen. Fürs Online-Camp war das jetzt eine dringende Notwendigkeit. Und da hat es dieses Jahr, weil wir schon früher damit angefangen haben und eigentlich darauf angewiesen waren, hat das eigentlich sehr gut geklappt dann. Und tatsächlich haben wir es auch geschafft, ein paar Last-Minute-Session-Vorschläge, die sozusagen am ersten Tag dann gesagt haben, ach, da ist noch eine Lücke am zweiten Tag, da biete ich noch was an. Das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil die Räume waren schon angelegt und wurden sozusagen dann nur von Teilnehmern besetzt, indem sie ihren Namen in den Sessionplan geschrieben haben. So hat es dann geklappt. Also ich fand die Lösung über das Google Maps zu dem Fall mit dem Sessionplan relativ gut gelöst. Ja, stimme ich dir zu. Was Google Docs noch nicht ganz so gut gelöst hat, ist, wie man das geregelt kriegt, wenn Teilnehmer aus Versehen Zeilen oder Spalten im Plan löschen und auf einmal eine Stunde gar nicht mehr existiert, weil jeder darauf Editrechte hat. Und da muss man halt auch einen im Orga-Team haben, der da immer drauf schaut und dann ganz schnell auf die letzte valide Version zurücksetzen zu können, auch wenn dann vielleicht ein paar Updates verloren gehen, dass aber der Plan korrekt stehen bleibt. Also da muss man wirklich ein bisschen drauf schauen, dass Leute, die aus Versehen was löschen oder wollen irgendwas kopieren und überschreiben dann andere Sessions oder so. Gab es beim Corporate Learning Camp auch immer wieder solche Fälle. Das lässt sich nicht vermeiden. Und da muss man dann doch improvisieren, auch beim Online-Camp. Ja, ganz kurz noch, die Mix-Plattform war ja wirklich toll, weil da noch ein Aspekt dazu kam, der jetzt gar nicht erwähnt wurde, das war diese Kollaboration zwischen Leuten, die ähnliche Themen haben und sich dann gemeinsam überlegen können, ob sie gemeinsam Sessions vorbereiten. Ne? Und das ist jetzt sozusagen auch nicht optimal gelöst mit der Plattform, also mit Google Docs als eine Möglichkeit, sich einzutragen, weil was ein bisschen eine Angst von uns war, und warum wir bis dato das auch nie hätten so umgesetzt, sozusagen, dass man sich einfach eintragen kann, ist, dass es so ein Phänomen auch gibt, dass sozusagen die Alpha-Männchen, die irgendwie ihre Dienstleistungen anbieten wollen, dass die sich in die besten Session-Tracks sozusagen schnell eintragen. Das hat nicht so ganz stattgefunden, aber es war auch nicht komplett frei davon, sage ich mal. Ohne dass wir das jetzt werten als Veranstalter, aber wir schauen natürlich auch, dass sozusagen werbende Anteile möglichst sich gering halten. Die Selbstorganisation oder so, die ist ja selber auch nochmal wirksam sozusagen, dem Politik der zwei Füße. Man muss dann auch nicht lange in so einer Session verweilen, aber dass man sozusagen als Veranstalter schon aufpasst, dass nicht quasi die Vordrängeln in der Reihe bei der Kasse so, ne, diesen Effekt da minimieren. Eine Frage oder ein Thema habe ich noch, da interessiert mich eure Meinung. Das ist das mit der Interaktion in Session. Ja, ihr habt das ja, Rainer hat das so gut erwähnt, ne? Ich suche dann bei jedem Tool, wo ich in diese Pinwand oder sowas meinen Eintrag eintragen kann. Und das ist mir aufgefallen, wenn man mit vielen Leuten zusammen online arbeitet, die das nicht ganz so genau kennen, die Tools, ist häufig so weniger Interaktion und weniger Features dieser Plattform jeweils nutzen, häufig mehr. Ist das euer Eindruck ebenfalls? Ja, das war tatsächlich auch ein wichtiges Feedback, war tatsächlich dieser Overspill von Tools, also diese Überforderung, die damit einhergeht, aber eben ganz konkret, was du beschreibst, eben genau dieses Tool, was wir jetzt verwandt haben, was viele ja auch nutzen, so ein Whiteboard, dass derjenige, der damit noch wenig zu tun hatte, unglaubliche Schwierigkeiten hat, da muss man ja rauszoomen und reinzoomen irgendwo hin. Und wenn du dann sozusagen das als eine Austauschplattform nutzt, sozusagen in der Session, wir hatten halt auch überlegt, ob wir klassisch, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben, also am Beginn des Knowledge Camps waren es immer Etherpads, später war es dann Google Docs, weil wir halt auch Sponsoren hatten, die das dann betreut haben. Übrigens, Betreuung ist da auch unglaublich wichtig, dieser Vandalismus, der Unfreiwillige, der da betrieben wurde, das war ein ganz schönes Problem für uns, dass ständig immer neu die einen Sessionplan aufzuspielen. Aber das wäre natürlich eine Alternative auch gewesen. Aber wir hatten halt dann noch das Angebot, diese Whiteboards zu nutzen. Da haben wir ein bisschen gedacht, gehen wir mal ein bisschen Cutting Edge. Aber es gab da schon auch die ein oder andere Stimme, die sagte, ich kam da nicht klar. Und
da sind wir, das ist immer so ein bisschen dieses Spiel, was man immer hat im Machen und Tun, ne? Dass man dann auch mal die Rolle verlässt des Rahmengebers. Ne? Also wir nutzen natürlich auch die Ressourcen, die uns gestellt werden, ne? Also in dem Fall Sachsponsoring. Mal ausprobieren. Also um es mal so zu sagen, ich glaube, wenn mich letztes Jahr einer gefragt hätte, ob man ein Barcamp auch online durchführen kann, hätte ich gesagt, mit einer Handvoll Nerds, die die Tools alle kennen, vielleicht, aber nicht als Veranstaltung für größere Gruppen. Und ich glaube, da hat in der gesamten Bevölkerung, alle, die Wissensarbeiter sind, hat in den letzten 9 Monaten eine gewaltige Transformation begonnen und geht immer weiter, dass man immer neue Tools in ein Tempo kennenlernt, dem man sich selber gar nicht vorstellen hätte können noch vor 9 Monaten. Und dass mittlerweile, wenn man sagt, okay, wir machen Zoom und Teams, na ja, die kennen wir schon, ist ja langweilig, dass dann vielleicht eher eine neue Plattform noch einen Reiz auslöst. Was aber ganz wichtig ist, damit die Interaktion läuft, unabhängig von der Plattform, ist als Grundregel Kamera an und Mikrofon an. In der Filterblase, in der ich hier bin, oder in der Corporate Learning Community oder Knowledge Community, ich bin so vertraut mit Videokonferenzen und Leute so zu sehen und bin immer wieder überrascht, dass andere, für die ist der Normalfall, Ton aus und Kamera aus. Da gibt es keine Interaktion. Das ist ganz schwer möglich. Und vor ein paar Wochen war ich mal bei einer Veranstaltung des Bayerischen Kultusministeriums mit Schülern und Studierenden. Und da hatten wir die Vorgabe, dass Schüler und Studenten Kamera und Mikrofon auslassen müssen. Begründung Datenschutz. Ja. Sorry, aber wir sollten einen Workshop machen. Die jungen Leute haben das Beste daraus gemacht und haben dann im Chat also munter durcheinander diskutiert. Die sind so viel vertrauter mit all diesen Tools wie die Bedenkenträger auf den Führungsebenen in der Kultusbürokratie. Es hätte ein wunderschöner Online-Event, interaktiver Workshop sein können, wenn die Leute gedurft hätten. Also wenn ihr, also auch in meiner Teams-Session im Knowledge Camp oder auch bei anderen, waren etwa 1/3 bis 1/2 war mit Kamera an dabei und die meisten waren halt erstmal so hinter den Kulissen, haben zugehört, haben vielleicht am Second Screen dann auch geschaut, was läuft in den anderen Sessions, ich weiß es nicht, aber dann ist auch eine Interaktion ganz schwer möglich. Und Kamera an, Ton an und so viele Fragen stellen wie möglich und nicht die Leute, nicht die Lücken mit eigenen Informationen füllen, sondern wirklich sagen, hier geht es um Austausch. Und wenn dann von 20 Leuten 10 abspringen und sagen, nee, ich will jetzt aber zuhören, dann gehen die vielleicht raus in eine andere Session. Aber die übrig bleiben, sind dann die Richtigen, die dann am Thema interessiert sind und sich mit den anderen austauschen wollen. Und dann wird es auch eine gute Session, dann wird es wahrscheinlich auch eine bessere Session, als wie wenn man wie im Fernsehen vor der Kamera in ein schwarzes Loch spricht und gar nicht weiß, wie das bei den anderen ankommt dann, ja. So, ich denke mal, wir müssen auf die Zeit gucken, Gabriele, oder? Ich wollte mal sagen, war Storytelling vom Feinsten. Man hat gemerkt, da habt ihr dieses Jahr viele neue Erfahrungen gemacht, aber man hat natürlich auch gemerkt, dass ihr Herzblut-Barcamper seid und generell seid ihr ja eine Quelle des Wissens, was diese Formate angeht. Also ganz, ganz vielen Dank für die Session heute.